Hallihallöchen und willkommen bei World of Warcraft. Immer noch in der Version 8.0. Und ja, wir sind hier beim Titanhüter Hatzel. Nee, Hetzrell. Hetzrell. Ja, ich weiß. So. Hetzrell. Wir sprechen mal an. Knochenanalyse. Von Verderbnis beeinflusste untote Wesen und nahegelegte Anlage entdeckt. Annäherung unmöglich. Planung erforderlich. Berechnung läuft. Planung abgeschlossen. Als reanimierte Monstruitäten bezeichnete große Kreaturen sind Sammelpunkt der Verderbnis. Aus geborgener Panzerung geborgener Panzerung geschmiedete Titanwaffe nehmen, damit Monstruitäten schwächen und Knochen sammeln. Werde Vorgang zur Zerstörung des Knochen einleiten, um Erschaffung weiterer Monstruitäten zu verhindern. Okay. Unerwünschte Untote. Verderbnisse reanimierte tote Kreaturen. Verwandelt sie in Monstruitäten. Muss aufgehalten werden. Tötung aller nicht möglich. Aber was? Tötung aller nicht möglich. Aber Reduktion ihrer Anzahl. Reduzierte Anzahl entsprechend weniger Verderbnis. Außerhalb der Eindämmung. Untote in der Umgebung vernichten. Unterdessen fährt Hüter Herzl mit Systemneustart fort. Neustartziel, Daten zur Natur der Verderbnis wiederherstellen. Annehmen. Okay. Der macht mir langsam aber trotzdem Angst. Ja, müssen wir den nochmal ansprechen? Nee, ne? Mit Knochen einer reanimierten Monstrosität. Ne, ich dachte, wir müssen nochmal ansprechen. Aber hier vorne ist auch noch eine Quest. Das sind halt Programme von den Titanen. Benutzt, verringert die maximale Gesundheit einer reanimierten Monstrosität um 90% und ihren Schaden um 50%. Ja. Ihr seht eine merkwürdige Blutkugel, die ein Flüstern von Leid und Zerstörung von sich gibt. Das muss die Energiequelle für die Verderbnis sein, nach dem Herzl sucht. Scheinbar kann man sie leicht zerstören. Ihr seht überall im Tempelhofe weitere Blutkugeln. Vielleicht schwächt ihre Zerstörung die Verderbnis dieses Gebiet. Zerstöre. Ja, machen wir. Okay. Faye kann losgehen. Ja, oh. Hier, ne? Den würde ich gerne. Genau, das hier. Achso. Gut, ne? Ja, macht aber trotzdem noch Aua. Knochen der Riemen und so. Okay. Die großen Kanzeln verkleinern. Ja, die Elite-Viecher. Das ist doch gut. Jo, jo. Die machen nur noch die Hälfte Schaden. Ja, natürlich. Natürlich ist das gut. Hä? Hallo? Ah. Ja, kümmer du dich um die Kugel. Mach das schon hier, ne? Er braucht ein Ziel. Achso, ich brauche ein Ziel. Lass dich nicht vorlaufen, falls du aus Versehen in die Lücke ziehst, damit einer von uns noch das töten kann. Ich habe kein Ziel. Er hat kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Und das ist zu weit entfernt. Oh, den ziehen wir uns mal. Wir jetzt so schnell, ist ja langweilig. Wie auch manchmal. Oh, ist ja süß. Du. Oh, wow. Hä? Was ist er denn? Oh, sie. Hallo, du kleine Blutelfin, hallo. Bin nochmal mit der Blutelfin weg. Wie war das nochmal? Genau, die Folge nennen wir. Ich verlasse Fee. Für eine Blutelfin. Für eine Blutelfin. Wo ist die Blutelfin? Wo ist sie denn? Weg. Oh Mann, warum?
Ja, noch eben hier geht ja gar nicht mehr. Wieso bin ich denn außer Reichweite? Die steht doch richtig vor dem. Der ist nicht zu weit entfernt, der steht direkt vor mir. Ich bin außer Reichweite. Ja, das kann sein. Ja, scheint so. Stimmt, recht hatte so. Ich hatte den anderen nicht zum Ziehen ausgewählt gehabt. Na. Naja. Ejalus Kramus. Wir müssen noch einen so einen Riesen, wenn er nochmal Knochen bringt, dann nochmal fertig. Ach, das willst du gar nicht. Das ist noch ein anderer Gegner. Uah, ich muss meinen teilen. Wir werden noch angegriffen. Also, ich hätte es nicht so. Ja, ich hab schon gesehen. Ich hab gesehen. Ich brauche noch eine Blutkugel. Ich brauche mir drei genug. Mach doch die Blutkugel. Wir von hier. Da oben ist noch einer. So, einen brauchen wir von den komischen und einen Dino. Wenn der fünf Knochen gibt. Wieder. Das ist zu weit entfernt. Es ist zu weit entfernt. Jetzt nicht mehr. Abgeschlossen. Warte. Achso, wir brauchen noch so einen Untoten. Nee, ich brauche noch einen Knochen. Okay. Ja, okay, einen Riesen finden wir bestimmt. Ja, hier vorne ist noch einer. Oh, hier ist irgendwas. Lehrenportal. Warum ist hier ein Lehrenportal? Und warum ist hier eine Kiste Gold? Schatz. Was und passiert denn, wenn ich durch das Lehrenportal gehe? Gott. Okay. Ich suche gerade die Schatzkiste. Ja, das ist eine gute Idee. Die ist bestimmt da drin, oder? Sie wird da drin sein, oder? Sie wird da drin sein. Ist sie außen? Oh, Alter. Sie ist hier drin. Aha. Oh ja. Hallo. Krieg den an. Ich will ihn töten. Das ist ätzend, ey. Guck also, mal. Hier jetzt, glaube ich. Da ist er. Ja. Jetzt haben wir es, ne? Fertig? Also. Naja, ich muss noch einen so einen Koloss. Ach so. Töten. Also so ein Monstrosität, ja. Meinst du? Ach, shit, ich hab das so was gezogen. Kannst du das nicht machen? Schneller machen. Früher machen. Dann lass mal ein bisschen zurückgehen. Hier, zurück. Da haben wir sie direkt alle. Ups. Ich hasse das. Aua. Tut doch weh, Mann. Warum ist denn ein Viechchen jetzt hinter mir? Weil ich den hier noch nicht angebieft habe oder so, ne? So. Ich bin außer Reichweite. Ja, jetzt nicht mehr. Stirb, Mann! Bitte. So, jetzt habe ich abgeschlossen. Korrekt, wir nehmen die Abkürzung. Ja, bitte. Nein! Doch. So hoch ist halt nicht, aber wo ist das? Hier war auch noch irgendwo ein kleiner Minibus. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja, der war auf der anderen Seite. Achso. Knochenanalyse. Knochen von reanimierten Monstrosität einlegen, um fortzufahren. Knochenzerstörung wird eingeleitet. Ihre bekommt Belohnung. Potenziell, was kriegen wir denn dafür? Bringt ja gar nichts. Na ja, gut, egal. Nee, je nachdem, welchen Charakter du hast, kann das schon was bringen, ne? Unerwünschte Untote. Anzahl der Untoten auf akzeptables Niveau reduziert, benötigt weiterhin Methode zur Umgehung der Ziele, um Zugang zur Einnehmung zu erhalten. Scanner konnte keine Hinweise auf verderbte Energie orten, muss Reparatur fortsetzen, darf denselben Fehler nicht zweimal begeben. Quest beenden. Natürlich hat er wieder drei Quests. Es ist geil. Leere verboten. Nicht von dieser Welt. Systemwiederherstellung läuft. Daten wiederhergestellt. Quelle der Verderbnis stammt von einem alten Gott. Aha.
mehrere Wesen in der Nähe entdeckt, die die Analyse und Eindämmung der Verderbnis in Natsume verhindert. Wahrscheinliche Wesen aus der Leere wurde durch Verderbnis von alten Gott angelockt. Erbitten Vernichtung der leeren Wesen. Präsenz der Leere verhindert Systemreparatur. Gut, Hammer. Leere verboten. Scans zeigen Realitätsfehler nahe der Anlage. Portale direkt in der Leere. Aktuelle Theorie, Quelle für Verderbnis beim alten Gott. Leere wird vom Verderbnis des alten Gottes angezogen. Portale müssen versiegelt werden, um durch die Verderbnis des alten Gottes angelockte Wesen einzudämmen. Habe ich gerade so ein Portal gefunden? Ja, ja. Na super, hätte er eher bekommen können. Bereite Ausgabe von Gerät vor. Titanhüter Herzl konnte es dank Hilfe beim System statt herstellen. Versiegelung von leeren Portalen damit notwendig, um zu verhindern, dass mehr leeren Wesen in dieses Gebiet eindringen. Protokollwiederherstellung. Oh nein, nicht das Protokoll, oder? Nee, Gott sei Dank. Systemreparatur läuft. Benötigt Kernkomponente. Eindämmungsprotokoll. Eindämmungsprotokoll wird Verteidigungssysteme von vollständig neu starten. Titanenhüter Hetzrell kann somit die Eindämmung ordnungsgemäß wiederherstellen. Scans zeigen große Kreaturen innerhalb des Tempels, die Platte mit dem Eindämmungsprotokoll absorbiert hat. Kreatur existiert zwischen Leere und dieser Ebene. Erbitte Vernichtung der Kreatur und Sicherstellung des Protokolls. Ja dann, weil es so schön war. Oh, nochmal. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir mal die Elite-Bücher kämpfen. Jo. Das ist das Schönste jetzt. Komm, das kriegen wir hin. Dauert zwar. Hey. Ich habe kein Ziel. Wir müssen hier so lang, ne? Naja, ich versuch da. Oh, warte, du hast was gezogen. Wo bin ich doch schon weit? Ja, ich bin zu groß. Du bist zu fett. Das ist zu weit entfernt. Das ist alles. Du bist einfach zu fett. Hier so. Hier ist schon ein Portal. Ach ja, stimmt. Das Portal. Das ist ein gesichtsloses Wesen. Aber was haben wir noch gesagt? Wahrscheinlich wieder die alten Götter. Ja. Wir müssen das Portal versiegeln. Jupp. 1 von 4. Oh, da sind noch ein paar. Dann habe ich doch gesagt, dass wieder die alten Götter wahrscheinlich die Finger auf uns spielen. Generell. Das ist, glaube ich, ja eh nur noch ein alter. Oh Gott, ist das ein. Schreibt es mal in die Kommentare. Ne? Ob es nur noch einen alten Gott gibt oder was wieder so ist. Weil es kann eigentlich nur noch ein einziger sein. Ich bin außer Reichweite. Wieso bist du außer Reichweite, Mann? Weil du musst hier so. Ach, musst du die auch selber noch schließen? Ja, ich muss die auch schließen. Wir müssen die beide schließen. Mit solchen Sachen immer. Oh, hallo Gesichtsloser. Hatten wir auf der anderen Seite ja noch ein Portal? Nee, ne? Der sieht wütend aus. Wollte ich nur mal eben so feststellen und festhalten. Der hat gar kein Gesicht. Das heißen ja auch Gesichtslose, Mann. Hallo? Alle Portale vernichten. Was? Genau dieses. Das ist doch einfach im ja, der. Na, jetzt müssen wir noch diesen fetten töten. Der war doch im Tempel, oder? Denke ich, dass der da drin ist. Ich hab mir gesagt. Jo, der ist er. Tag? Naja, gut. Ach, weißt du was? Wird ja schon mal nett begrüßt. Was denn? Wird ja schon mal nett begrüßt. Ja, eben. Warte, ich zieh. Hol noch was.
Wie viele alte Götter gibt es denn wohl? Also, wo man weiß, dass die noch ja, mehr oder weniger leben. Aber vielleicht weiß man ja nicht. Ich habe das Eindämmungsprotokoll. Baumberg in oh. Sicher. Entität genannt Prinzessin Talanji anwesend. Was? Wo? Selbst so verwüstet kommt mir das hier irgendwie bekannt vor. Nicht von dieser Welt. Anzahl der Diener der alten des alten Gottes vorübergehend reduziert. Wird ohne geeignete Eindämmung nicht lange anhalten. Leere verboten. Keine leeren Portale mehr entdeckt. Muss fortfahren. Quest beenden. Bitte Eindämmungsprotokoll vorlegen. Eindämmungsprotokoll erhalten. Systemneustart initiiert. Natürlich hat er noch eins. Eindämmungsverfahren. Scans zeigen Konstrukt ist nicht mehr funktionsfähig. Reparatur unmöglich. Titanhüter Hazel Datenbank vollständig wiederhergestellt. Vermutet Lösung in den Daten erhalten. Brauche Zeit zum Untersuchen der Daten von Finden der Lösung zur Eindämmung von dem Verderbnis des alten Gottes. Bitte warten, während Titanhüter Hetzel in der Datenbank nach Lösung sucht. Beobachte Titanhüter bei der Suche nach... Okay. Was kriegen wir denn da so Schönes für? Na, ja... Doch, der Stab ist nicht schlecht. Wir müssen jetzt, glaube ich, mit dem Riesen. Aber. Ja, aber ich kriege keinen Stab. Ich gucke gerade noch. Ja, gut. Ich kriege einen Stab. Ja, besser ist es. Weltreichende Verderbnis in Nazmir verzeichnet. Weitreichende. Muss Eindämmung veranlassen. Hetzel startet eure Scans, um eure Lösung für die Verderbnis der alten Gottes in Nazmir zu finden. Oh. Psst. Daten wiederhergestellt. Verderbnis stammt von altem Gott in Nazmir. Bezeichnung Garum. Es wurden 3 Geräte geschaffen, um die Verderbnis zu versiegeln. Scanner zeigen, Geräte in Nazmir und Voldun funktionsunfähig. Verbleibend Suldasar. Ein alter Gott? Deshalb haben die Bluttrolle meine Stadt angegriffen. Wenn das letzte Siegel zerstört ist, wird das Monster auf Azeroth losgelassen. Richtig, Prinzessin! Oh, euer Scheiße. Euer Kampf ist vergeblich. Gahun wird frei sein. Sobald Sandala in Trümmern liegt, wird das Reich der alten Götter auferstehen. Nein, ihr werdet meinem Volk kein Leid mehr zufügen. Euer Wahnsinn endet hier. Jetzt und auf alle, weiß ich nicht. Sie ist noch da. Oh. Was müssen wir jetzt machen? Großmutter Arena besiegen. Alles klar, wir müssen die besiegen. Geil! Kämpft! Wehrt euch! Euer Leiden nährt mein Meister! Ja, das sehen wir gleich. Oh, Vorsicht, raus. Und mein Meister wird endlich frei sein. Eure mickrigen Loa werden ihn nicht aufhalten. Kam gerade nicht weg. Was geht da? Oh, muss heilen. Ich kann mich mal selber. Kann man nämlich hochheilen, also sehr hochheilen. Mhm. Ich kann leider noch nicht den Dings rufen. Oh, ihr seid weit gekommen, aber mein Meister wird euch vernichten. Seht den Zerstörer von Suldasar. Versucht nur, uns aufzuhalten. Ihr werdet richtig schön leiden. Der Kampf ist vorbei. Und wir leben noch. Athena wird für diesen Wahnsinn bezahlen. Ja, weiß nicht. Vielleicht. Was steht jetzt noch? Nee, ne? Nö. Neusburg-Protokoll intellidiert. Oberste Priorität: Sieg über die Blutrolle. So, was haben wir denn hier? Ja, kritische Treffer. 259er oder 253er?
Ich muss mal eben und... Zack. Oh. Rückkehr zum Trumpfsumpf. Trübsumpf. Alter Gott Gohun. Gohun für Zerstörung dieses Siegels verantwortlich. Befiehlt Bluttrollen, die letzte Anlage in Sulasar zu zerstören. Titanhüter Hetzels muss bei der Vernichtung der Bluttrolle helfen. Sulasar Siegel darf nicht vernichtet und Gohun nicht befreit werden. Muss Hallen von Atul Nasaman verlassen. Bitte Titanhüter Hesel außerhalb des Tempels treffen. Werde euch bei der Rückkehr zum Trübsumpf helfen. Nach Abschluss von Aufgabe muss Titanhüter Hesel Verbindung zu anderen Hütern in Eindämmungskammer von Gohun aufbauen. Trefft Titanhüter Hesel außerhalb von... Okay. Wir warten draußen auf euch, Champion. Lasst uns jetzt besser aufbrechen. Also ist Gohun ein Gott. Ja, warte, warte, ich muss Waffe noch anlegen. Waffe, Waffe, ja. Waffe? Ja? Ja? Waffe? Sag ich doch. Das ist da ist einfach wieder ein neuer Gott aufgetaucht. Nee, nee, da ist kein neuer Gott. Ja. Ach so, du kannst auf den drauf. Ja, warte. Ich bin noch nicht so weit. 253er, 259er, 253er, 253er. Die eine ist grün, die andere ist blau. Ich weiß nicht. 56. 200. Ich lese die Kommentare jetzt schon. So. Weil ich es einfach so mache. So, wo bist denn du? Schon weg. Du solltest doch warten. Ja, konnte ich nicht. Ja, der ist weg bei mir. Hier ist niemand. Ja, du bist ja einfach aufgestiegen. Schau mal. Ja, warte, ich komm zurück. Nee. Titanenhüter Hesrels Systeme auf 50%. Muss verbleibende Energie sparen für Auslöschung der Bluttrolle. Bestätige, Titanenhüter Hesrel nicht mehr an Position gebunden. Auf dem Weg in Gebiet genannt Sul Nasman. Aha. Er ist nicht mehr an den Ort hier gebunden. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja, weiß ich auch noch nicht so. Aber der war eigentlich gut. Ja, der will doch hier zur Kammer nach Gohun. Mhm. Dass das ein Gott ist, wusste ich nicht. Gohun. Mhm. Gohun ist auch einer der Altmütter. Ich kämpfe die, die sich nicht selbst schützen können. Rückkehr zum Trübsumpf. Wie? Achso, nee, die musst du ja vorlesen. Ha! Wir haben alles, was wir brauchen, um die Bluttrolle zu verfolgen. Wir sollten aufbrechen. Aber wir sind aber noch nicht durch. Wir müssen noch, ne? Wir haben aber ein neues Kapitel. Ja, alles unter Kontrolle gebracht. Unten am Fluss. Wir bekommen Hilfe von Krakwa und dem Goblin-Trupp. Wir müssen zurück nach Zuljan und unseren Plan umsetzen, um die Bluttrolle aufzuhalten. Ja. Allerdings gibt es da ein Problem. Der Goblin-Trupp kann ein Mech nicht schnell genug durch den Dschungel transportieren. Wir müssen ihn per Boot befördern. Na toll. Wir beide werden sie begleiten und dafür sorgen, dass die Bluttrolle den Mech nicht zerstören. Ich gehe schon voraus und mache das Boot am Fluss startklar. Trefft uns dort. Nö. Rache für ich die Gefallenen. Trefft mich dort. Ich nehme ein paar Tortellaner und gehe zu Fuß nach Zuljan. Viel Glück euch beiden. Ja, danke. So, ich möchte erstmal ein paar Sachen verkaufen, dann fliegen wir einfach mal darüber. Ja, wollte ich gerade sagen, dass wir das mal fertig machen, weil wir haben 7 von 8 Kapiteln. Genau, damit war, dann haben wir guten das. Guten Tag, werter Herr. Oder Dame. Werte Dame. Und dann machen wir das Boot. Oh, was habe ich denn da gekriegt? Schmuck. 283er. Vielseitigkeit anlegen, eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, eure Primärwert für. Das Boot ist da hinten, aber das können wir gleich dann noch machen. Fliegen wir dann nochmal zurück. 244.
864. Ja, nix Auge. Boah, dann haben wir fast hier fertig, wa? Ja. So. Ja, ich glaube, das Talange ist das letzte Kapitel, was wir mit dem. Aber ich möchte die eine Quest wieder mit besseren Geschichten. Wo war denn der Flugpunkt hier? Hier. Wo ist hier? Einfach hier, warte. Ah, da, ich sehe den kleinen Flugmeister schon. No. Das machen wir jetzt einfach. So, wir fliegen. Jetzt muss ich eben gucken, wo wir hinfliegen müssen. Ruinen, oder? Achso, kann man ja auch hier lesen. Ja, Ruinen von Zolbasa, ne? Zolbar. Genau. Da müssen wir hin. Jo. Bin unterwegs. Das andere machen wir später mit dem. Das ist, glaube ich, das letzte Kapitel, aber ich will einfach die Quest auch noch bekommen. Dann haben wir ja noch ein paar, die wir abgeben müssen in den anderen Gebieten, in Zuldazar. Die Schriftrolle. Und mit auf Kurs halten oder so, ne? Muss man auch nicht auf Kurs halten, ich weiß gar nicht. Würde gucken wir nachher. Ne? Ja. Hier runter? Sicher. Schau mal. Achso, ich muss meine GUI wieder einschalten. Gucken wir erstmal hier raus.